Auf der IFH in Nürnberg findet ihr viele interessante Startups. Die VDZ bietet Startups aus der Branche eine Grundlage, um mit dem Fachhandwerker und der Industrie in Kontakt zu treten. Mit innovativen Ideen, einer neuen Herangehensweise und dem nötigen Quäntchen Glück lösen viele Startups Probleme von heute, aber auch schon von morgen. Zum zweiten Mal stellt die VDZ zusammen mit der SHK die Startup Area. Das machen wir, um jungen Startups die Möglichkeit zu geben, sich mit etablierten Player der Branche zusammenzutun und Innovationen in die Branche zu bringen und die Branche auch vielleicht ein Stück weit zu erneuern. Wir sind sehr froh, auch dieses Jahr 18 Startups dabei zu haben. Dieses Jahr sind natürlich auch Themen wie KI im Vordergrund. Wir freuen uns besonders dazu, auch entsprechende Reden zu haben. Und generell merken wir, dass eine große Tendenz der Startups dahin geht, den Handwerk das Leben einfacher zu machen. Das bedeutet, wie können KI, wie können Digitalisierung oder individuelle und innovative Services auch den Handwerker entlasten und generell die Branche voranbringen. Auf der SHK Plus E in Essen hatten wir die Möglichkeit, einige der dort vorgestellten Startups kennenzulernen. Hi, ich bin Etienne, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Autark. Wir sind eine Vertriebs- und Planungssoftware für Wärmepumpen. Uns gibt es jetzt seit Januar 2023, das heißt ungefähr etwas länger als ein Jahr. Wir konzentrieren uns darauf, Handwerksbetriebe, SHK-Betriebe, Heizungsbauer dabei zu unterstützen, die Wärmepumpenplanung deutlich effizienter und digitaler zu machen. Unsere Software ist so aufgebaut, dass wir einen Prozess gefunden haben, durch einen sogenannten LiDAR-Scanner sehr viele Informationen und Datenpunkte eines Hauses in sehr kurzer Zeit aufzunehmen. Das heißt, durch das Verfahren B brauchen wir sehr, sehr viel mehr Informationen eines Gebäudes. Im Schnitt so circa 600 bis 800 Datenpunkte sammeln unsere Heizungsbauer in circa 15 bis 20 Minuten und können damit eben Heizlastberechnung und hydraulischen Abgleich in sehr, sehr kurzer Zeit durchrechnen. Das geht aber noch weiter. Man kann auch ein Angebot mit der Autark-Software machen. Man kann auch die Förderungen beantragen. Das heißt, wir konzentrieren uns um die gesamte Planungs- und Vertriebsprozess der Anlage im Endeffekt. Genau, wir sind Hersteller unabhängig. Man könnte auch das Wort autark mit ranziehen. Das nehmen wir uns ein bisschen auch als Motto am Ende des Tages. Wir wollen nicht nur den Heizungsbauer autark machen und unabhängig, sondern wir machen das Ganze auch unabhängig von verschiedenen Herstellern. Bei uns sind ganz, ganz viele Hersteller hinterlegt. Das heißt, da versuchen wir auch unsere Produktdatenbank ständig zu erweitern. Dementsprechend ist das einfach eine Möglichkeit, da wirklich ein neutrales Bild zu bekommen als Heizungsbauer und ein gutes Ergebnis zu erhalten, unabhängig vom Hersteller. Hallo, ich bin Thilo, ich bin einer von drei Gründern der Schrottbienen und bei uns geht es darum, Fachhandwerker zu entlasten. In Deutschland fehlen 40.000 Fachhandwerker, aber trotzdem beschäftigen sie sich jeden Tag mit Aufgaben, für die sie überqualifiziert sind. Bei uns geht es darum, ganz praktisch mit Manpower alte Kessel aus dem Keller rauszuschleppen, neue Kessel in den Keller einzubringen, die Wärmepumpe auf den Sockel draußen zu setzen, aber auch Verpackungsmaterialien und dergleichen mitzunehmen von der Baustelle. Wir heißen zwar Schrottbienen, aber bei uns geht es nicht nur um den Schrott, sondern um das komplette Recycling und die Effizienzsteigerung im Handwerk auf der Baustelle, um Fachhandwerker zu entlasten. Schleppen macht keiner gerne, aber auch, um es möglich zu machen, mit Zweierteams Wärmepumpen zu schleppen. Dafür sind wir da und entlasten die Kollegen vor Ort. Wir sagen so ein bisschen flapsig, wenn wir kommen, hast du früher Feierabend oder mit uns hast du eine Baustelle weniger. Genau darum geht es, Einfachheit zu schaffen. Das Ganze digital buchbar und transparent in der Abrechnung für die Vergütung der alten Metalle, aber auch die Abrechnung für die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Bauschutt. Wir sind in verschiedenen Regionen Deutschland tätig. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, decken mittlerweile Nordrhein-Westfalen komplett ab, sind in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin unterwegs und bauen gerade unseren Service weiter aus in Ballungszentren. Wir haben über 400 SHK-Betriebe, die tagtäglich unseren Service nutzen, sind mit knapp 50 Mann gerade unterwegs und stark wachsend. Steitz Innovation gibt es seit 2020 und wir treten mit einem patentierten, wirklich neuen Produkt, das auch die Branche revolutioniert, an. Ein Magnetitabscheider, der nachträglich im Bestand eingebaut werden kann, ohne Umbaumaßnahmen im Rohrsystem machen zu müssen. Das gab es und gibt es bisher noch nicht und wir sind super stolz drauf, das entwickelt zu haben. Hintergrund ist, dass eine 180er Standard-Heizungsumwälzpumpe millionenfach verbaut ist in Deutschland und die Pumpen ja immer wieder in einen Austauschzyklus kommen. Wenn man jetzt eine Bestandsanlage sichern will mit einem Magnetitabscheider gegen entsprechende Beeinflussung durch Magnetit, dann muss man im Regelfall die Anlage komplett neu aufbauen. Das heißt, man muss eine bestehende Anlage entleeren, aufschneiden, einen Abscheider einbauen, wieder befüllen, entlüften. Das dauert Zeit, bedeutet Risiko,
Sie brauchen Übergangsfittings etc. pp. Ist alles nicht notwendig bei Stahls Innovation, denn wir nutzen die 180 mm Bestandsstrecke einer Standardpumpe und kombinieren eine 130er Pumpe mit unserem Magnetitabscheide. Hallo, ich bin Patrick Richter von Nanolob von der TU Berlin. Wir sind ein Startup, das sich bereits seit 2020 mit Wärmespeicherung beschäftigt und ganz im Speziellen für Sie als Handwerker. Ungefähr 50% der Krankenfälle im Handwerk entstehen durch Rückenverletzungen, auch durch Muskel- und Skeletterkrankungen. Und wir haben was dagegen, denn mit uns können Sie kleinere Pufferspeicher verbauen. Das heißt, Sie müssen weniger schleppen. Sie können leichtere Speicher in die Häuser reintragen, heißt weniger Verletzungen, heißt weniger Erkrankungen. Wie schaffen wir das? Wir haben einen innovativen Wärmespeicher entwickelt, da ist Nanolob PCM und mit diesem Wärmespeicher können wir die Speicherkapazität von Pufferspeichern um das Dreifache steigern gegenüber Wasserspeichern. Das ermöglicht unsere einzigartige Hightech-Technologie, die es schafft, die herkömmlichen Probleme von Phasenwechselmaterialien, Sie sehen hier, die sind flüssig, ja, und können damit auslaufen. Wir haben es geschafft, diese Probleme zu lösen, indem wir eine Molekülmatrix aufgebaut haben, die das PCM in der Struktur hält. Dadurch haben wir einen immer festen Wärmespeicher und plötzlich wird eine ganze Palette an Anwendungen im Gebäudesektor möglich. Vom Pufferspeicher bis zum Wandmodul bis zur Fußbodenheizung. Wir machen Ihre Wärmespeicherung deutlich effizienter. Spannende Startups, die uns in der Zukunft bestimmt auch noch weiter beschäftigen werden. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.